Es ist das vorerst letzte Kapitel im bewegten Leben des Star-Kochs. Ich habe im Weißen Haus gekocht, ich habe bei den Kennedys gekocht, für die Beatles, für den John Connery, für den Charlie Chaplin oder wie soll ich was sagen. Aber ich wollte einmal, ich habe mir gedacht, das wäre einmal beim Papst eine Audienz. Gell? Ich, Klugscheißer. Alfons Schubeck wollte schon immer hoch hinaus. Im oberbayerischen Waging am See übernimmt der gelernte Fernmeldetechniker 1980 die Dorfwirtschaft seines Adoptivvaters, nachdem er sich bei Gourmetköchen im In- und Ausland ausbilden ließ. Er baut das Lokal zum Edelrestaurant um. Schubeck erkocht sich einen Stern und wird vom Restaurantführer Gourmillot sogar zum Koch des Jahres gekürt. Regelmäßig pilgert die Prominenz zu ihm. Doch schon einmal Mitte der 90er Jahre gerät er ins Visier der Justiz, wird wegen Untreue und Steuerhinterziehung auf Bewährung verurteilt. Seiner Popularität schadet das nicht, erst recht nicht, als er sich mit seiner Gastronomie in München niederlässt. Hier am Platzl in unmittelbarer Nähe des Hofbräuhauses baut er sich ein Imperium auf. Zwei Restaurants, Kochschule, Eisdiele und ein Gewürzladen gehören dazu. 2021 meldet der Starkoch für sein Firmengeflecht Insolvenz an. Damals gab er an, dass die Corona-Krise und ausgebliebene Staatshilfen Schuld an der Misere seien. Vor einigen Wochen hat nun auch noch das Amtsgericht München ein Privatinsolvenzverfahren gegen ihn eingeleitet. Rund 30 Gläubiger fordern Geld in Millionenhöhe. Der Fiskus, aber auch zahlreiche Privatleute.